Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von hier vom Kommentatorenplatz. Rund 800 Delegierte werden erwartet. Soweit muss man jetzt noch gehen. Der Parteitag sollte um 16 Uhr anfangen. Die Grünen gönnen sich hier offensichtlich etwas mehr als ein akademisches Viertelchen. Noch sind viele der Reihen, das sehen wir hier in unseren Bildern, der Tische noch nicht besetzt. Viele Delegierte stehen noch im Gespräch miteinander und warten auf die Begrüßungsrede vom Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Ja, 800 Delegierte, 16 Bundesländer. Das heißt natürlich nicht, dass aus jedem Bundesland, von jedem Landesverband 50 Delegierte kämen, sondern die großen Landesverbände, die stellen mehr, die kleinen weniger. Ganz vorne, wie immer in unserer Republik Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, auch der größte Landesverband der Grünen. Auch die Stadtstaaten sind in dieser Partei relativ stark vertreten, Bremen, Berlin und auch Hamburg. Ja, die Grünen, das haben wir gehört, die Grünen sind im Aufwind. Und das wollen sie natürlich auch in die Europawahl im Mai kommenden Jahres tragen. Dieser Parteitag ist dafür die Aufstellung der Kandidatenliste. Wer also kann aus Deutschland als Grüner möglicherweise ins Europäische Parlament in Straßburg einziehen? Und er möchte auch und soll auch diskutieren und möglichst auch verabschieden ein europapolitisches Wahlprogramm, damit eben die Wählerinnen und Wähler auch wissen, was bekommen sie, wenn sie grün wählen. Gleichwohl, auch im kommenden Jahr haben wir auch wichtige Landtagswahlen in den osteuropäischen Bundesländern. Und auch darum wird es hier gehen. Die Grünen sind im Aufwind, aber sie schwächeln im Osten. Dagegen spricht jetzt eine neue Umfrage aus dem Bundesland Thüringen, aus dem Freistaat Thüringen, aus dem Heimatland von Katrin Göring-Eckardt, die wir gerade gehört haben, die Grünen dort bei 12% sieht. Aber in manchen Ländern, beispielsweise in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, sind sie traditionell nicht besonders stark, wenngleich sie in Sachsen-Anhalt ja auch in der Regierung sind. Von einem grünen Parteitag erwartet man Auseinandersetzung traditionell. Man erwartet leidenschaftliche Debatten. Ob das hier auch so sein wird bei diesem europapolitischen Parteitag, das müssen wir abwarten. Das wird der heutige Tag und auch das Wochenende zeigen. Robert Habeck, der Parteivorsitzende, hat angekündigt, dass es durchaus hier leidenschaftliche Diskussionen geben wird in Fragen der Europapolitik. Und ein Thema, das hat Jeanette Clark ja gerade schon mit der Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt besprochen, dieses Thema Asyl. Wie weit wird also dieser eine Satz, dass das auf der einen Seite am Grundrecht auf Asyl festgehalten wird, aber gleichzeitig ein Bekenntnis zur Rückführung von Migranten, die hier eben kein Asylrecht genießen sollen, wie weit das also gekoppelt werden kann und soll in diesem Programm, darüber wird ganz sicher gestritten werden. Ja, was erwarten wir hier? Sicherlich die Reden der wichtigen Mitglieder der Bundespartei, das sind die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Dann werden sich verschiedene Mitglieder der Fraktion, beispielsweise auch Anton Hofreiter oder auch Katrin Göring-Eckardt, die wir ja gerade schon im Interview gehört haben, hier in Reden an die Delegierten wenden. Als Gast übrigens kommt Jörg Hoffmann, der Vorsitzende der IG Metall, und wird hier sprechen, was durchaus üblich ist bei Parteitagen, auch bei anderen Parteien, dass auch Leute kommen, die also nicht zur Partei gehören, die hier ihre Position einbringen, sodass man gucken kann, wo gibt es Verbindungen. Hier sehen wir Michael Kellner im Bild, der Geschäftsführer der Partei, der hier jetzt demnächst die Delegierten begrüßen soll und wird. Einstweilen, meine Damen und Herren, wollen wir einmal schauen, wie es im Saal aussieht, wie die Stimmung bei den Delegierten ist. Und dazu gebe ich an meinen Kollegen Sascha Triefenbach.
Ja, vielen Dank, Claudius Krönert. Ja, der Saal, der füllt sich langsam. Wir sind beim Landesverband Hessen, und zwar aus aktuellem Anlass. Nach der Landtagswahl lief hier alles auf eine schwarz-grüne Koalition hinaus. Aber es gab ein paar schwere Pannen bei der Auszählung. Und jetzt könnte es sein, dass am Ende nicht die Grünen auf Nummer 2 sind, sondern die SPD. Und plötzlich sprechen viele wieder über eine mögliche Ampelkoalition. Darüber möchte ich auch sprechen mit Olivia Mohr, eine Nachwuchsgrüne, erst Anfang des Jahres eingetreten vom Landesverband Hessen. Ja, was sagt Ihr Bauchgefühl? Am Ende doch schwarz-grün oder ist eine Ampel ganz reizvoll? Also ich persönlich sehe eine Ampel schon als reizvoll an. Ich glaube aber, dass das schwierig werden könnte. Gerade auch von Seiten der FDP gab es da ja Unstimmigkeiten innerhalb mit den Grünen, aber ich denke, dass das auch auf jeden Fall mal eine Alternative wäre, über die man reden muss. Ich denke, man muss einfach schauen, man muss sich hinsetzen, mit allen demokratischen Parteien reden und dann schauen, wo wir als Grüne eben unsere Punkte am besten einbringen können. Und danach müssen wir dann letztendlich schauen, was für uns die beste Methode ist zu regieren. Ja. Sie sagen die FDP. Die FDP hat ja gesagt, nicht unter einem grünen Ministerpräsidenten. Genau. Würden Sie denn unter Herrn Schäfer-Gümbel gern regieren? Ich denke prinzipiell schon. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn das mit Tarek El-Wazir geklappt hätte. Ich denke, da müssen wir jetzt an der Stelle auch einfach die Auswertung abwarten. Aber wir sind da an sich schon offen, ja. Genau. Jetzt ist so Herr Schäfer-Gümbel, er umwirbt Sie jetzt sehr aufwendig. Ja. Er sagt, mit uns eine soziale Wohnungsbaupolitik, ökologische Verkehrspolitik, einen Aufbruch in der Bildung und in der Digitalisierung. Das muss doch in grünen Ohren super klingen. Das stimmt. Also gerade Bildung ist natürlich auch was mir jetzt persönlich wichtig ist, weil ich auch einfach noch durch mein Alter da relativ nah dran bin und ich denke, dass es da viele Lücken gibt. Insbesondere wenn man sich anschaut, die Förderung von Leuten mit Legasthenie oder Dyskalkulie, da ist einfach noch sehr viel Luft nach oben. Und wenn da eine SPD natürlich bereit wäre, wenn wir da gute Kompromisse finden, dann ist das natürlich was, was für uns gut klingt. Man muss natürlich schauen, was mit der SPD geht oder mit der CDU dann halt auch nochmal. Richtig. Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau hat die SPD auch zu einem Riesenthema im Wahlkampf gemacht. Was müsste da passieren? Also da gibt es sehr, sehr viel, was man machen kann. Man muss halt schauen, wie sich das auch immer vereinbaren lässt. Wir wollen vor allen Dingen auch schauen, gerade wenn man so die ländlichen Räume sich anschaut, dass man eben da die Landflucht auch einfach bekämpft. Das würde auch schon sehr viel helfen. Dass man eben, es gibt da auch in Verbindung mit Digitalisierung gerade sehr viel, was man machen kann. Gibt es Projekte, ganz toll, ein, zwei in Bayern. Ich glaube, es wurde auch mal in der Hessenschau erwähnt, wo man eben gesagt hat, dass man so einen Online-Markt in klein gemacht hat, vor Ort für die Stadt, wo es da wirklich innerhalb am gleichen Tag die Sachen geliefert worden sind von den Leuten, die eben vor Ort das Produzierten hergestellt haben und so kann man eben das Gewerbe dort halten und das attraktiver machen, dass auch ÖPV, also der öffentliche Verkehr ist da sehr, sehr wichtig und ich denke, da gibt es viel, was man machen kann, auch alte Gebäude, die man eben schauen muss, dass man vielleicht die an den Stellen nochmal nutzt, anstelle sie zu zerfallen zu lassen, sie eben umbauen in sozialen Wohnungsbau, genau. Die Grünen haben deutlich höheres Ergebnis jetzt gehabt als vor 4 Jahren, jetzt gibt es noch das Angebot von Herrn Schäfer-Gümbel. Wenn man das jetzt überträgt auf mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union, was können die Grünen da rausholen, vielleicht auch postenmäßig? Also ich denke, es ist ja schon ein klares Zeichen, dass die Bevölkerung sich eben eine stärkere Grün wünscht. Und ich denke, das sollte man auch merken letztendlich bei den Verhandlungen, dass wir eben es schaffen, unsere Punkte nochmal stärker herauszuarbeiten und dass das Ganze eben doch noch einen grüneren Touch bekommt als davor. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit haben, ein paar Posten mehr zu bekommen. Man muss aber auch schauen, dass man eben die CDU da nicht zu sehr verschreckt, weil die CDU da im Moment natürlich in einer sehr schwierigen Lage ist. Aber auf jeden Fall, wir sind gestärkt worden von der Bevölkerung und ich denke, das muss man auch auf jeden Fall merken können, dass wir unsere Schwerpunkte noch besser einbringen können. In Hessen regieren die Grünen zusammen mit der CDU schon. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Jamaika im Bund. Gerade eben Frau Göring-Eckardt im Phoenix-Interview. Es gab ja die Verhandlungen vor einem Jahr. Damals hat die FDP nicht mitgemacht. Die Grünen wollten unbedingt. Jetzt sagt Frau Göring-Eckardt, das war eine andere Zeit, ist ein Jahr vergangen, andere Umstände und andere Voraussetzungen. In der CDU gibt es gerade eine Nachfolgediskussion. Herr Merz wäre ein Kandidat, der vielleicht in Frage käme als nächster Kanzler. Könnten die Grünen mit einem 62-jährigen, ich sag mal, wirtschaftsfreundlichen, konservativen Herren denn zusammen regieren? Ja, ich denke, auch da muss man die Gespräche abwarten. Das kommt drauf an. Ich denke, dass die CDU prinzipiell momentan vor einer Entscheidung steht. Die müssen sich entscheiden, in welche Richtung sie sich schwenken, weil sie in den letzten Wahlen sowohl eben an die Grünen als aber auch an die AfD sehr viele Wähler verloren haben. Das heißt, sie stehen einfach vor einer Richtungsentscheidung. Und ich glaube, dass es tatsächlich da in erster Linie drauf ankommt, wie die CDU sich zukünftig verhält, dass wir man als Grüne sagen können, okay, wir können mit der CDU koalieren oder vielleicht auch nicht.
denke, das hat damit tatsächlich auch sehr, sehr viel zu tun, in welche Richtung da eben gegangen wird. Ob man sagt, man geht mehr Richtung AfD oder man geht mehr Richtung Grüne. Ja, ich denke, damit hat es in erster Linie zu tun. Und da muss man schauen, was die Gespräche ergeben. Jetzt steht da groß in der Wand Europa, darum kämpfen wir. Ein 18-jähriges Grünmitglied, was wünschen Sie sich von Europa? Also ich denke, dass Europa sehr viele Antworten für uns in der Zukunft hat. Gerade im Thema Umweltschutz, was natürlich mir als Grüne sehr am Herzen liegt, ist es einfach so, dass das eine europäische Lösung geben muss. Aber auch wenn man sich das anschaut, Kerosinbesteuerung, dass man da irgendwie noch eine Möglichkeit findet, das ist ja momentan auch ein sehr wichtiges Thema für uns, dass das eben einen Preis bekommt. Und dass man da, gibt es so viel, was man eigentlich erreichen kann, eben als Gemeinschaft, weil es einfach unfassbar wichtig ist, dass man da ja einfach Seite an Seite stark vorangeht, um eben auch einfach ein Zeichen in der Welt zu setzen und zu zeigen, ja, so es kann gehen, man kann zusammen wirklich eine gute Umweltpolitik betreiben und dann ein Stück weit eben als Europa eine Vorbildfunktion einzunehmen. Olivia Mohr war das. Vielen Dank. Eine Stimme aus dem Landesverband Hessen, wo doch vieles auf eine schwarz-grüne Koalition hinausläuft. Und jetzt spricht der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Wir sind heute hier am 9. November im schönen Leipzig. Der 9. November ist ein besonderer Tag. Ein Tag mit all seinen Facetten in der deutschen Geschichte. Im Dunklen wie in den leuchtenden Momenten. Und ich finde, der 9. November wäre eigentlich der bessere Gedenktag als der 3. Oktober. Der 9. November beschreibt den Jahrhundertweg der deutschen Geschichte. Am 9. November 1848 wurde der Radikaldemokrat Robert Blum, der lange hier in Leipzig gelebt hat, hingerichtet. Das war das Ende der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848. Am 9. November, wir erinnern an die Novemberpogrome von 1938. Vor 80 Jahren, den brutalen Angriff nicht nur des Staates, sondern auch aus der Gesellschaft auf jüdisches Leben in Deutschland. Rückblickend sollte sich zeigen, was die braunen Machthaber vorhatten: die Ausrottung des jüdischen Lebens in ganz Europa. 80 Jahre danach empfinde ich immer noch tiefen Scham, wenn ich schwer bewaffnete Polizisten oder Panzerwagen vor Einrichtungen jüdischen Lebens in Deutschland sehe. Dass dies nach wie vor nötig ist, erinnert mich jedes Mal daran, wie entschieden wir Antisemitismus auch heute entgegentreten müssen. Der 9. November ist aber auch die Ausrufung der Republik 1918. Vor 100 Jahren, nach dem furchtbaren Ersten Weltkrieg, startete die erste deutsche Demokratie. Die von Beginn an von politischen Feinden bekämpft wurden. Wir müssen auch heute für unsere Demokratie kämpfen. Und natürlich ist es der Jahrestag der friedlichen Revolution von 1989. Mutige Menschen sind hier auf die Straße gegangen gegen DDR und Stasi, obwohl sie nicht wissen konnten, ob Schüsse fallen. Denn noch im Sommer 1989 wurden die hoffnungsvollen Proteste in Peking von Panzern überrollt. Diese chinesische Lösung stand im Herbst 1989 ganz real im Raum. Und das möchte ich hier auch sagen, ohne den 9. Oktober, die große Montagsdemonstration in Leipzig, das sei hier betont, hätte es den 9. November in Berlin nicht gegeben.
Ich war 12 Jahre alt, als die Revolution siegte. Ich war zu jung, um selbst Teil der Bürgerrechtsbewegung zu sein. Doch ich erinnere mich, wie mich meine Mutter mit zu einer Montagsdemonstration in meiner Heimatstadt Gera genommen hat. Es ist überhaupt eine unerzählte Geschichte, dass zumindest nach meinem subjektiven Eindruck, dass es gerade die Frauen waren, die im Herbst 89 auf die Straße gegangen sind. Ich verneige mich vor all den mutigen Frauen und Männern aus dem Herbst 1989. Spätere Bündnisgrüne hatten einen großen Anteil am Verlauf dieser Ereignisse. Es war kein Zufall, sondern politischer Wille und eine faire und gleichberechtigte Verständigung, dass vor 25 Jahren am 14. Mai 1993 hier in Leipzig aus einer westdeutschen und einer ostdeutschen Protestpartei eine gesamtdeutsche Reformpartei hervorging. Und wir sollten uns als Bündnisgrüne diese Geschichte viel stärker bewusst machen. Und wir tragen sie bis heute in unseren Namen, Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben zu oft den Eindruck zugelassen, wir wären eine westdeutsche Partei. Dabei sind in kaum einer anderen deutschen Partei so viele Menschen mit ostdeutschem Hintergrund in herausgehobenen Funktionen. Und wir stehen heute wieder vor großen Umbrüchen. Digitalisierung und Automatisierung verändern die Art, wie wir leben und wirtschaften, schon jetzt enorm. Ostdeutsche haben Veränderungen ganz analog erfahren. Über Nacht war alles anders. Aus diesen Veränderungserfahrungen sollten wir Konsequenzen ziehen und künftige Veränderungsprozesse klüger anlegen, als es nach 1989 der Fall war. 1989 steht auch für den Fall des Eisernen Vorhangs. Europa wurde eins mit einem geeinten Deutschland. Doch wir müssen für dieses Europa kämpfen. Nichts ist so stabil, wie es scheint. Das ist auch eine Erfahrung von 1989. Niemand hat diesen Epochenbruch kommen sehen. Und Europa steht auch am Anfang der Gründungsgeschichte der Grünen. 1979 hat sich die sonstige politische Vereinigung, die Grünen, zur Europawahl gegründet. Die ersten Spitzenkandidatinnen waren Petra Kelly und Roland Vogt. Roland, der dieses Jahr leider verstorben ist und dem wir hier genauso wie Petra Kelly gedenken wollen. Der Titel des Programmes von 1979 lautete »Gegen das Europa der Bürokraten, für das Europa der Bürger«. Und diese Vision eines Europas der Menschen verfolgen wir bis heute. Für dieses Europa und um dieses Europa besser zu machen, daran arbeiten wir. Mit über 900 Änderungsanträgen, mit über 40 tollen Kandidierenden. Wir haben viel vor an diesem Wochenende. Und wir legen den Grundstein für einen phänomenalen Europawahlkampf, weil wir dieses Europa ökologischer, sozialer und weltoffener machen wollen. Und wir stellen uns entschieden gegen seine Feinde. Wir lassen Europa nicht spalten, weder durch Trump noch durch Putin oder Xi Jinping. Und wir überlassen dieses Europa schon gar nicht den Orbans, den Le Pens oder den Salvinis. Denn Europa, darum kämpfen wir. Und es ist ja eine gute Tradition. Bei jeder BDK kann ich neue Mitgliederrekorde vermelden. Über 70.000 Grüne. Doch heute will ich noch etwas anderes machen. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei euch bedanken. Bei den Kreisverbänden, bei den Landesverbänden, bei den LRG und BRG.
Herzlichen Dank an euch, dass ihr all die Neuen willkommen heißt in unserer Partei. Herzlichen Dank für eure Arbeit dafür. Und lasst mich noch eine Idee euch mit auf den Weg geben. Vielleicht wollt ihr mal Bündnisgrüne einladen, die schon 20 oder 30 Jahre in der Partei sind und sie diskutieren lassen mit ganz jungen Mitgliedern über grüne Ideen und Werte. Besonders begrüßen möchte ich zum Abschluss am heutigen Tage unsere externen Gäste, die Botschafter der Ukraine, Dänemarks, Türkei, Ungarn, Belarus und die Botschafterin von Indien. Außerdem die Vertreter und Vertreter der Botschaften von Australien, Polen, Israel, Griechenland, USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Estland, Spanien, Irland, Belgien und China. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Umwelt- und Sozialverbände, der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ich freue mich besonders, dass sich viele grüne Freundinnen und Freunde aus ganz Europa hier angemeldet haben. Herzlich willkommen bei unserem Parteitag. Ich begrüße die Vertreter der Religionsgemeinschaften. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, alle Gäste und ganz besonders euch, liebe Delegierte, herzlich willkommen, herzlichen Dank.